Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu meiner N64-Sammlung. Und wenn ihr da schon den 3DS sieht, fragt, was hat das denn hier zu tun? Das werdet ihr gleich am Ende des Videos sehen. Fangen wir aber gleich mal mit einem Klassiker an. Ihr werdet lachen. Knaller. Virtual Chess 64. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, warum ich so einen Müll in meiner Sammlung habe. Ich habe es irgendwann mal gefunden. Ich glaube für nicht mal 50 Cent auf dem Flohmarkt. Es ist Schach. Ja, und nicht mal ein gutes. Ne? Wer sowas braucht, hier ist es. Oh, die nächste Gurke. Forsaken auf dem N64. Forsaken ist ja eigentlich, es ist eigentlich ein PC-Titel. Da ist es brauchbar, auch da war es nicht so unbedingt mein Favorite, da gab es einfach auch bessere Sachen. Die Version ist hier nicht so wirklich gut. Also da gibt es sicherlich Games, die auf dem N64 deutlich besser sind. Da muss ich nicht noch die Spiele erwähnen, die noch kommen, denn da kommt in dieser Kategorie kommen noch ein paar. Auch die, die wirklich auch bis heute noch legendär sind, ja, und Forsaken auf dem N64 ist es nicht. Pokémon Puzzle League, ja. Ein Bust-the-Move-Klon, wenn man so will. Oder wie sie alle heißen, diese ganzen Puzzle-Games. Ich finde, davon gibt es eigentlich viel zu viel, aber ich weiß, da gibt es eine Menge Leute, die unbedingt toll finden. Das ist jetzt mal ein Pokémon-thematisches Game. Ich glaube, wir könnten auch gegen die Trainer antreten. Es ist spielbar, es ist okay, ich habe es auch gespielt, aber ich glaube, ich habe es mir nur mal für meine Sammlung, damit die Pokémon N64-Reihe komplettiert ist. Nicht, dass ich ein riesen Pokémon-Fan bin, aber ich glaube, das fehlte mir noch in der Sammlung. Deswegen habe ich mir das zugelegt und das auch für extrem kleines Geld. Deswegen, mehr solltet ihr da auch nicht dafür ausgeben. Summer Games, Track and Field. Ja, ihr wisst, ich bin ein Fan von diesen Sportsammlungen noch aus den alten Epics-Zeiten und Konami hat ja sowieso auch mit der Track and Field oder Hypersport-Serie da schon ganz, ganz andere Maßstäbe gesetzt. Es ist okay. Ja, das ist es aber auch. Also es gibt sicherlich da bessere Compilations und auch für die Fans da draußen würde ich auch sagen, ja, wenn ihr sowas auf sowas steht, dann greift zu, sonst, eher nicht. Aber auch das ist, wie ich schon gesagt habe, Sporttitel kriegt man auf dem Flohmarkt eigentlich nachgeschmissen. Und für einen Euro ist es, das kann man locker machen. Tonic Trouble. Werden wahrscheinlich die meisten von euch überhaupt nicht kennen. Ist ein Ubisoft Plattform, Jump'n'Run, Open World Gedöns. Ich sage immer so schön, das, was dann später aus Rayman wurde, wurde hier, glaube ich, getestet. Das Einzige, was wirklich schlecht ist, ist die Kameraführung, die ist grottig. Sonst hat das Ding einen unglaublich aberwitzigen und auch wirklich vollkommen verrückten Humor eben. Deswegen hat mich das so verdammt an Rayman erinnert. Ist ein guter Tipp. Ihr müsst ein bisschen hartgesotten sein, weil es eben nicht gerade die beste Kameraführung hat. Ihr werdet aber mit extra Leben oder so belohnt, wenn ihr durchhaltet. Das heißt, es ist nicht ganz so schwer. Hat aber doch ein paar Stellen, wo man einfach sagen kann, die hätte man schöner und besser machen können. Es ist also kein fehlerfreies Jump'n'Run, wirklich nicht. Aber wenn ihr es für ein paar Euros kriegt, ist das okay. Das kann man in seiner Sammlung haben. So, ich habe es ja versprochen. Ich habe die ISS-Serie komplett. Hier ist International Superstar Soccer 64. Und da haben wir dann International Superstar Soccer 98. Die ISS-Serie, ich sag's gerne nochmal, ist besser auf dieser Konsole als die FIFA-Serie. Egal welchen Teil ihr da greift, die sind alle gut, die sind wirklich alle spielbar und machen auch Spaß, wirklich. Also das kann ich nur empfehlen. Wave Race 64. Ja, kann ich das so als, Motorboot-Rennen oder so bezeichnen. Ist ein toller Titel, ist okay, ist, glaube ich, einer der Starttitel gewesen, glaube ich, für den N64, dafür echt gut. Und wenn ihr die Chance habt, guckt es euch an. Das kann man machen, das ist akzeptabel, wirklich. Also ist heute auch noch okay. So, ich habe es ja angedeutet. Destruction Derby 64
wie man sieht es auch in der 64, gibt es auch für den N64. Und das ist wirklich ein echt starker Port, eine echt starke Umsetzung. Wenn ihr auf sowas steht, greift zu. Das ist wirklich nicht schlechter als die PlayStation-Games, die ihr kennt. Ich glaube, es ist auch der einzige Teil von N64. Ich glaube, die weiteren Teile kamen dann nicht mehr dafür raus. Aber ist wirklich echt ein Highlight und ist witzigerweise, sagte mir, glaube ich, mein Sammler, gar nicht so in Stücken zu erhalten. Ist also ist sogar relativ selten. Daher, wenn ihr es bekommen könnt, holt es euch. So, auch ein weiterer Port, den ich nie auf den N64 erwartet hätte. Command & Conquer. Ihr könnt jetzt mal eben kurz, ne, hier den Hellmarsh-Theme und wie sie alle heißen, mal eben kommentieren. Das ist noch von Westwood. Heute ist es ja natürlich auch Electronic Arts. Ja, wie soll ich sagen? Also, es geht natürlich, kommt natürlich nicht an die PC-Version ran. Und es kommt auch nicht, was die Steuerung an die PC-Version ran. Das kann es nicht. Das wird es auch nicht können. Aber es ist eine wirklich interessante Umsetzung. Und ich hätte auch niemals erwartet, dass ich vor einem Jahr erstmal erfahren, dass es dieses Ding für den N64 gab, dass dieses Ding überhaupt für den N64 rauskam. Weil, ihr kennt den Controller. Da ist er. Und ich sage mal so, so logisch ist das nicht. Aber es ist tatsächlich spielbar. Natürlich habt ihr eine Menge nicht, was ihr von der PC-Version kennt. Und es ist nicht unbedingt ein Halo Wars, um es mal so auszudrücken. Das ist es nicht, aber es ist okay. Es gab ja sogar mal, das fand ich interessant, ein StarCraft für den N64. Ich glaube aber auch nur in der NTSC-Version. Wenn das einer kennt, da hätte ich gerne mal eine Info zu, wie StarCraft auf dem N64 war. So, Nagano Winter Olympics 98 oder 98. Ja, gilt die gleiche Regel wie bei den anderen, wie bei Summer Games, Track and Field Summer Games. Ist okay, ist aber auch nicht sensationell. Also ist nur für Liebhaber, wie das so schön mal heißt. Wipeout 64, ja, ist irgendwie der Takt der Umsetzung. Ja, auch ich hätte nie gedacht, dass es ein Wipeout für ein N64 gab, weil das ist ja eigentlich ein typischer PlayStation-Titel. Es ist auch nicht gut. Der ist spielbar, der ist okay, aber sensationell ist was anderes. Deswegen nur für kleines Geld, sonst tut euch einen Gefallen. So rasant ist dieser Racer in dieser Version leider nicht. NBA Hangtime, ein NBA-Game. Ja, es ist okay, es ist spielbar, es ist aber nicht so sensationell. Es ist ein okay Titel, das muss man einfach sagen. Und wie schon gesagt, ihr kriegt diese Sachen auch teilweise 50 Cent und dafür, sag ich mal ganz ehrlich, könnt ihr zugreifen. Da kriegt ihr so manche DLCs für andere Games nicht mal für, ne? Ich grüße mal die Fans von Mass Effect 3. Ja, also, greift zu. Holy Century Magic, ein RPG auf dem N64 von Konami, so ein 3D-RPG, ein bisschen knuddelig, putzig gemacht. Ja, da es nicht so viele RPGs auf dieser Konsole gab, ist das schon eine Seltenheit. Und ihr könnt dem Titel mal eine Chance geben. Ich fand den damals nicht so unbedingt ruhmreich, ich habe mich jetzt mal langsam mit dem angefreundet. Der ist okay, der ist ganz nett, aber ja. Ihr müsst gucken, was ihr dafür ausgibt. Der kann auch manchmal teuer werden. Das ist er dann nicht wert. Aber so für einen Zehner solltet ihr dem Game mal eine Chance geben. So, wir sprachen von der FIFA-Serie. Da ist World Cup 98. Das müsste Frankreich. Genau, steht auch da France 98. 98, ne? Genau. 98. Ja, ist FIFA, hat natürlich hier die Nationalmannschaften, ist die Weltmeisterschaft, auch mit Qualifikation, alles was dazugehört. Es ist FIFA-Qualität, da kann man nicht viel falsch machen, aber ich bleib dabei, auf dieser Konsole gefiel mir ISS besser. Aber das müsst ihr selber sehen, aber trotzdem, FIFA bleibt FIFA. EA weiß, was sie tun und das machen sie hier genauso. So, kommen wir mal zu den Sachen, deswegen ist der 3DS auch da. Light at Wars in außerhalb Europa besser bekannt als Star Fox 64. Ein toller Rail-Shooter, ein tolles Game, ist auch heute noch immer eine lebende Legende. Absoluter Pflichttitel für einen N64-Besitzer und so gesehen könnt ihr dann auch, ich leg's mal daneben, natürlich Star Fox 64 3D. Ja,
euch euer Eigen nennen. Ein unglaublich starkes Remake. Ich werde zum 3DS auch nochmal ein Video machen, aber das wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern. Das hängt an, wann endlich Kid Icarus da ist. Ich will mein Kid Icarus. Hol, hol, hol. Star Fox 3D, toller Titel. Auch zu einem tollen Originaltitel. Aber wir haben ja noch was remaked wurde. Ocarina of Time, Zelda und das, was angeblich auch remaked werden soll, Majora's Mask. Und da wir jetzt schon mal 10 Minuten sind, ich brauche nicht erwähnen, dass Ocarina of Time das wohl stärkste Zelda-Spiel aller Zeiten ist, vielleicht sogar eins der stärksten Spiele ever der ganzen Computerspielgeschichte. Ich glaube, ich habe es irgendwo gesehen bei Platz 7 auf den Listen von All Time über alle Konsolen, über alle Systeme. Und das auch vollkommen zu Recht. Majora's Mask ist ein bisschen verstoßen, weil es eben, ja, ich sag mal, ein bisschen auch einen ganz anderen Aufbau hat. Ist aber für mich das wesentlich erwachsenere Zelda. Und ich habe mittlerweile mit dem Titel meinen Frieden geschlossen, sodass ich sogar sagen muss, dass ich Majora's Mask echt mittlerweile richtig gut finde. Und da müssen einfach andere Titel, Grüße an Skyward Sword, vielleicht einfach mal in die Richtung gehen. Und nicht immer, wir machen das 95. Mal Ocarina of Time nach, weil das nervt langsam. Aber natürlich gibt's dazu ein passendes Remake, Ocarina of Time 3D. Da gibt's dann eben auch Master Quest. Wer diese Version hier hat, die Wind Waker Special Edition, da gab es schon Master Quest auch. Und ich mache jetzt einfach mal so einen kleinen Community-Test. Ich schiebe jetzt mal einfach ein bisschen was ganz unprofessionell live nach vorne. Ihr seht jetzt auch gleich, was ich verhabe. Ihr seht, ne? Ocarina of Time, Majora's Mask und ich mache jetzt mal eben was ganz Tolles. Ich lege da mal zwei andere Zelda-Spiele hin. Zelda 1, Zelda 2. Und ich sage jetzt mal was, damit die Community auch beschäftigt ist. Zelda 1 ist ein Klassiker. Neben Ocarina of Time und Link to the Past das Beste, was die Zelda-Serie jemals herausgebracht hat. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich die ganzen Fanboys vollkommen anpinkeln. Zelda 2 und Majora's Mask. Die beiden Teile haben für die Serie wesentlich mehr getan als die beiden zusammen. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr in den Kommentaren davon haltet. Weil beide Titel haben enorm der Serie geholfen. Und es wäre vielleicht auch mal ganz gut, wenn es mal ein Zelda gibt, was eher in die Richtung Majora's Mask geht, als zum 100. Mal ein Aufguss von Ocarina of Time. Das ist eine Legende, aber sind wir ganz ehrlich, ihr guckt euch auch nicht von Casablanca das 43. Remake an. Das wird einfach unglaubwürdig. Daher, schreibt mal in die Kommentare, habt ihr mal was zu tun. Warum haben die beiden Teile der Serie so unglaublich gut getan? Ich freue mich schon darauf, wenn wir in Zelda 2 so ein Scheiß und Kack, ist ja so wie Simon's Quest, so ein Bullshit. Und ich gebe ihm auch in einigen Punkten recht, aber auch an Simon's Quest hat Castlevania extrem gut getan. Ohne Simon's Quest kein Symphony of the Night, kein Rondo of Blood. Jetzt schreien die Castlevania-Fans. So, wie schon gesagt, überlegt einfach mal, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Ihr kennt das Spiel und ich bin mal gespannt, was ihr von dieser Theorie haltet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!